Heute mal ein kurzer Zwischenstand, warum ich mich die letzten Tage nicht so oft gemeldet habe. Ich bin ja bei mir am Buddeln und die Parkplätze machen. Und heute kriege ich meine Winkelsteine oder meine Winkelstützen. Man nennt sie aber auch L-Steine. Und alle, die sagen, nein, das heißt nicht L-Steine, das heißt Winkelstütze. Ich nenne es L-Stein. So. Und weil der LKW so groß ist, musste der ums Eck parken. Der Kollege bringt mir das gerade mit dem Stapler. Und jetzt habe ich natürlich den Oberknaller. Ne? Den Oberknaller zeige ich euch. Ich habe mich für die Winkelsteine von der Firma Deep House entschieden, weil die Sichtbetonoptik mir so gut gefallen hat. Die anderen, die waren irgendwie so grobschlächtig und es hat mir einfach nicht gefallen. Deswegen habe ich gedacht, gibst du die 3,50 Euro mehr aus und dann wird das schon passen. Und 15 Stück habe ich bestellt mit 1,55 Meter Höhe und 1 Meter Breite. Und die sind dann immer 3 Stück auf einer Palette geschichtet. Da wiegt einer irgendwie 670 Kilo oder sowas. Und das ist natürlich schön die Apparillos, ne? Wenn ihr euch wundert, warum das so laut ist, hier ist gerade ein Mitnahmestapler, der die Steine ablädt und es gibt nur einen Menschen, dem ich das anvertraue, das richtig zu machen. Und das ist der Pero. Nein, nicht ich, sondern der andere Pero. Das ist der andere Pero. Und was soll ich sagen? Zu zweit sind wir unschlagbar, ne? Alter, aber das Gewicht ist natürlich schon sportlich, ne? Aber dieser kleine Mitnahmestapler, der macht das schon ganz schön geil. Ich glaube, ich brauche sowas auch noch in meinem Fuhrpark. Sahne, Sahne, das Ding. Ja! Das Geile ist ja, der hat mich angerufen, ob er die Dinger liefern kann. Da habe ich gesagt, da ist ja der Pero. Ja, hier ist auch der Pero, ne? Ich höre wie. Ja, heiße ich auch so, ne? War schon mal gutes Zeichen für Qualität, ne? Also, was soll ich sagen? Adel verpflichtet, allein schon durch den Namen. Bin ich ein bisschen außer Puste, weil der musste natürlich um die Ecke parken mit dem 40-Tonnen-Schlepper. Hier keinen Platz hatte zum Drehen. Und der hat jetzt schon 3 von 5 Paletten abgeladen. Das sind insgesamt 15 Steine. Und ich bin wirklich echt glücklich, dass die 3 Stück aufeinander stehen. Die kann ich mir dann immer nacheinander wegnehmen, wie ich sie brauche. Weil ich dachte echt, ich kriege da 15 Paletten. Ne? Und das wäre platztechnisch echt ein bisschen sportlich gewesen. Oder Essig halt in dem Fall. Ne? Ja, der bringt jetzt noch 2. Dann sind wir durch. So. Jetzt zeige ich euch mal wenigstens, wenn er die Straße runterbollert mit dem Ding. Das ist nämlich gar nicht so ohne das Teil. Vor allem, weil die Straße halt auch nicht eben ist, ne? Aber mein Namensvetter hat das alles im Griff. Ne? Also, die Peros sind halt vom Fach. Ich brauche so ein Teil, ohne Scheiß. Präzise wie ein Frauenarzt. So, 15 L-Steine, Meter breit. Nach getaner Arbeit gehe ich zum Pero und gebe ihm noch eine Unterschrift, dass er in den Sonnenuntergang reiten kann. Saugeil. Falls noch irgendjemand merkt, dass ich ein bisschen schwerer atmen tue, sportlich ist, glaube ich, gerade nicht so meins. Also falls jemand eine Spenderlunge hat, kann er mir genau unten in die Kommentare reinschreiben. Größe, Breite, Modell, nehme ich gern. Der Pero reitet Richtung Heimat. Hier habe ich ihn auch natürlich auch in ein echt beschissenes Eck gebracht. Weil Gott sei Dank ist der LKW ja relativ klein. Aber der Kollege macht das schon, ne? Der André Brockschmidt würde sagen, der macht einen schlanken Fuß. Wenn man es drauf hat, hat man es halt drauf, ne? So, das war das kleine Lebenszeichen. Jetzt wisst ihr, warum jetzt gerade keine Videos kommen. Ich wollte euch aber auch nicht beim Graben mitnehmen, weil irgendwie nach 8 Minuten Graben ist halt auch Essig, ne? Und ich werde euch dann den Fortschritt von der Baustelle zeigen, wenn ich den Schotter kriege und wenn ich alles ausgekoffert habe und so weiter und so fort, bla bla blub. Und wenn die L-Steine gesetzt werden. Wird gut.